BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die baden-württembergischen Atomkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 sind nach Angaben des betreibenden Energieversorgers NBW vom Netz. Damit hat die NBW nach eigenen Angaben die Anordnungen des Umweltministeriums umgesetzt. Das Ministerium selbst hat damit das von der Bundesregierung beschlossene dreimonatige AKW-Moratorium umgesetzt. Das Umweltministerium begründet das Abschalten mit § 19 Absatz 3 des Atomgesetzes. Demnach rechtfertigt ein Gefahrenverdacht eine einstweilige Betriebseinstellung. Indessen schließt Wirtschaftsminister Ernst Pfister, FDP, nicht aus, dass neben Neckarwestheim 1 auch Philippsburg 1 endgültig stillgelegt werden könne, wenn insgesamt unrentable Investitionen für neue Sicherungsmaßnahmen nötig seien. Altkanzler Gerhard Schröder forderte bei seinem Besuch im Stuttgarter Porsche-Museum die Rückkehr zum Atomausstieg. Angesichts der drohenden Atomkatastrophe in Japan müsse die Landesregierung spätestens jetzt zum damals von Rot-Grün beschlossenen Atomkonsens zurückrudern. Scharfe Kritik an Schwarz-Gelb kam erneut von Spitzenkandidat Nils Schmid. Bei dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel verhängten Moratorium handle es sich um ein taktisches Wahlkampfmanöver. Und das einzige Ziel dieses sogenannten Aussetzens, das ja gar keine rechtliche Grundlage hat, ist es, die Menschen zu betäuben und eine Beruhigungspille zu verpassen. Es ist keine Änderung des Atomkurses von Schwarz-Gelb. Dass Deutschland über Nacht nicht aus der Atomkraft aussteigen könne, das habe Altkanzler Schröder damals schon gewusst. Ein etappenweiser geplanter Ausstieg hätte aber Alternativen stärker vorangetrieben. Und jetzt, nach Japan, bleibe Schwarz-Gelb nur noch eines. Eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, als man im September letzten Jahres die Verlängerung gemacht hat. Und sagen, es war ein Fehler. Warum sollte Politik das nicht können? Man muss nicht Angst haben vor Politikern, die einen Fehler zugeben, sondern muss Angst haben vor denen, die glauben, sie würden nie einen machen. Im anschließenden Gespräch mit Nils Schmid verwies der Altkanzler auf die Alternativen. Neben den erneuerbaren Energien müsse die Regierung verstärkt auf fossile Ressourcen wie Kohle und Erdgas setzen. Und jetzt, da Nordafrika als verlässlicher Zulieferer für Rohstoffe ausfalle, komme für Schröder nur noch ein enger Partner in Betracht. Russland. Denn da, so Schröder, kenne er sich aus. Deutschlandweit leben rund 70.000 Menschen mit HIV-Infektionen. Die Medizin findet zwar immer neue Wege, um das Leben mit dem erworbenen Immundefekt zu verlängern und zu erleichtern, aber oft fühlen sich die Infizierten aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das weiß man auch bei der AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen. Die arbeitet seit genau 25 Jahren mit Hochdruck daran, Ängste bei Nichtbetroffenen abzubauen. Klar, es habe sich schon viel verbessert, gibt Ursula Schöntag zu. Sie ist im Vorstand der AIDS-Hilfe und weiß, wie die Infizierten früher behandelt wurden. Noch 1986, im Gründungsjahr des Vereins, galt die Krankheit als Strafe Gottes, so Schöntag. Aber auch heute halte die Angst vor dem sozialen Tod die Menschen davon ab, offen über AIDS zu sprechen. Was sich nicht verändert oder nur sehr schwer, ich fürchte kaum verändert, ist, dass Menschen, die HIV-infiziert sind, in ihrem Umfeld immer noch Probleme haben. Also es krachen immer noch Familien auseinander. Auf einmal findet sich ein Mensch total isoliert, ohne seine Freunde und seine Familie. Und das ist dann wirklich gut, dass es hier die AIDS-Hilfe gibt. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb haben sich aktuell 125 Menschen der AIDS-Hilfe anvertraut. Ihnen bieten die 8 hauptamtlichen und 20 ehrenamtlichen Helfer ein Rundumprogramm. Es geht darum, Menschen mit HIV und AIDS, die in besonderen Lagen sind, egal jetzt sei es, dass es Drogengebraucher sind, sei es, dass sie in schlechten wirtschaftlichen oder Lagen sind oder dass es ihnen psychisch nicht gut geht, die sich nicht alleine versorgen können, keine Familie haben, die werden im ambulanten betreuten Wohnen von der AIDS-Hilfe versorgt. Ein schwieriges Thema sei, wie bei den anderen Vereinen auch, die Finanzierung, so Schöntag. Der Wille allein reiche einfach nicht. Die AIDS-Hilfe hofft daher stets auf Spenden aus der Bevölkerung. Dann kann der Verein noch oft Jubiläum feiern und vor allem noch viele Menschen aus dem sozialen Abseits befreien. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.